berechne die Koordinaten der Einstichpunkte der Achsen in die Ebene CFA. Durch diese angegebenen Maße wählen wir als Einheit vom orthonormierten Bezugssystem 1 Zentimeter. Wir suchen die Einstichpunkte der drei Achsen in diese gelbe Ebene CFA. Diese Einstichpunkte liegen natürlich in der Ebene CFA, also müssen ihre Koordinaten die kartesische Gleichung dieser Ebene erfüllen. Deshalb suchen wir zuerst die kartesische Gleichung der Ebene CFA. Der Punkt C hat als Koordinate 1, 4, 2. 1, 4, 2. Der Punkt F hat als Koordinate 3, 4, 0. 3, 4, 0. Und der Punkt A hat als Koordinate 3, 3, 2. 3, 3, 2. Anhand dieser drei Koordinaten können wir sehr schnell die kartesische Gleichung der Ebene CFA bestimmen. Sie ist, diese Determinante ist gleich 0. Die Determinante erhält man durch, schauen wir die erste Spalte, hier ist die Koordinate von einem beliebigen Punkt P der Ebene CFA, also x, y, z. Dann minus, minus, minus. Hier schreiben wir die Koordinate von einem Punkt der Ebene. Ich habe C gewählt, also 1, 4, 2. 1, 4, 2. Hier schreiben wir die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene CFA. Ich habe den Vektor CF gewählt, dessen Koordinate wir erhalten durch die Koordinate von F minus die Koordinate von C. Also 3 minus 1, das macht 2, 4 minus 4, das macht 0 und 0 minus 2, das macht minus 2. Die dritte Spalte, das ist die Koordinate von einem zweiten Richtungsvektor der Ebene, der aber nicht kollinear mit diesem Vektor ist. Ich habe hier den Vektor CA gewählt. Der hat als Koordinate 3 minus 1, also 2, 3 minus 4, also minus 1, 2 minus 2, also 0. Diese Gleichung ergibt dann sehr schnell diese. Die Ebene CFA hat als kartesische Gleichung x plus 2y plus z minus 11 gleich 0. Der Einstichpunkt der x-Achse in diese Ebene CFA, der liegt natürlich in dieser Ebene CFA, also muss seine Koordinate diese kartesische Gleichung erfüllen. Dieser Einstichpunkt liegt aber auch auf der x-Achse. Also muss seine Koordinate zwei kartesische Gleichungen der x-Achse erfüllen, zum Beispiel y gleich 0 und z gleich 0. Die Koordinate von diesem Schnittpunkt ist also die Lösung von diesem Gleichungssystem. Indem wir in der ersten Gleichung y durch 0 ersetzen und z auch durch 0 ersetzen, erhalten wir x minus 11 ist 0, also ist x 11. Daher dieser Schnittpunkt. Jetzt bestimmen wir den Schnittpunkt der y-Achse mit dieser Ebene CFA. Dieser Schnittpunkt erfüllt die kartesische Gleichung der Ebene CFA und zwei kartesische Gleichungen der y-Achse, zum Beispiel x gleich 0 und z gleich 0. Indem wir in der ersten Gleichung x durch 0 ersetzen und z durch 0 ersetzen, finden wir 2y minus 11 gleich 0, also ist y 11 halbe. Jetzt bestimmen wir noch den Einstichpunkt der z-Achse in diese gelbe Ebene. Die Koordinate von diesem Einstichpunkt erfüllt natürlich die kartesische Gleichung der Ebene CFA, aber auch zwei kartesische Gleichungen der z-Achse, zum Beispiel x gleich 0 und y gleich 0. Die Koordinate von diesem Einstichpunkt der z-Achse in diese gelbe Ebene ist also die Lösung von diesem Gleichungssystem.
Wenn wir in der ersten Gleichung x durch 0 ersetzen und y ebenfalls durch 0 ersetzen, dann finden wir, dass z 11 sein muss und daher die Koordinate von diesem dritten Einstichpunkt.